Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 und wir sind auf dem Weg nach, wie heißt das, Hemelingen oder so? Das hört sich so holländisch an, ne? Nach Dänemark und haben Dänemark auch gerade erreicht. Das ist die Jasmin, die guckt den ganzen Tag immer nur auf ihr Smartphone, die redet auch kein Wort mit mir. Naja, vielleicht ist sie beleidigt, weil sie oben auf dem harten Bett liegen musste. Ötsch. Mir egal. Hier ist irgendwie Stau oder so. Sehen wir zu, dass wir weiterkommen. Es ist nicht mehr weit. 163 Kilometer noch. Wir sind ja, ich zeig's mal eben, unterwegs mit diesem Riesenrohr hier. Hier ist echt was los. Okay. Wollen wir nicht noch mehr Zeit verlieren und zusehen, dass wir weiterkommen. Ja. Natürlich hatte ich die Handbremse angezogen und natürlich habe ich vergessen, die jetzt erstmal zu lösen. Ist doch immer so. Ist doch Standard. Lass mich jetzt hier raus, du Bus. Gut. So, und in dieser Folge kommen wir bestimmt auch an. Es sind ja nur noch 160 Kilometer. Gut, ich meine, wenn wir jetzt natürlich im Stau stehen, ist das natürlich was anders, ne? Na komm, Leute, kommt in Wallung da vorne. Ja, nee, ist klar. Du mich auch. Hau ab, da. Sonst quetsche ich dich in den Bus. Dann bist du platt. Ich habe hier 24 Tonnen hinten drauf. Glaub mir, ich schaff das. Ja, und ist auch gut ausgekommen, ne? Ich hatte ja gesagt, also so 800.000 sollten wir haben, wenn wir dann da ankommen, damit ich dann da wieder mich erweitern kann demnächst. Bisschen Taschengeld drauf noch. Gibt ja auch noch ein bisschen was fürs Bringen des Rohres aus dem tiefsten Russland. So, mal gucken hier. Haben wir da noch was? Immer noch 1%. Das ist ja das, was ich mir an den Mautstationen geholt habe. Das ist richtig ärgerlich. Richtig ärgerlich, da kann ich gar nichts für. Naja. Die Russen sind eben böse. So ist das. So ist das. Die sind einfach nur böse. So. Fünfter Gang. 80 km/h. Tanken? Oh, haben wir noch halb voll etwa? Brauchen wir nicht. Wir könnten aber eigentlich noch mal übernachten, weil wir müssen ja erst morgen da sein. Und wenn ich schlafe, gibt es immer Geld, weil die anderen ja nicht schlafen, oder zumindest nicht alle, ne? Da rollt der Rubel. Muss ich mal gucken, habe ich denn auf dem Weg noch mal irgendwo die Möglichkeit? Das wäre gar nicht schlecht. Irgendwo... bisschen zu schlafen. Ist egal, auch wenn wir dann im Dunkeln fahren. Macht ja nichts. Odense, Aarhus. Und das Wetter ist auch schön. Schönes Autobahnkreuz hier. Ich weiß nicht, ob wir einen Parkplatz kriegen vorher. Ist ja nicht mehr weit. Jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich denn lang? Das konnte ich jetzt nicht so richtig sehen. Ich hoffe, ich bin hier noch richtig. Das war falsch, oder? Nee, nee. Ich dachte jetzt, der geht jetzt hier so rechts in der Kurve und der andere oben rüber. Das kann man nicht immer so richtig sehen, aber am Navi sieht man das deutlich. Da habe ich Glück gehabt. Das war wirklich Glück. Ich konnte auch die Straßenmarkierung irgendwie so schnell nicht lesen. Ja, dann wäre nicht das erste Mal, dass ich mich so richtig verraddelt hätte. Aber gut, sonst wäre es ja auch langweilig, ne? Wenn das immer so ganz puppig wäre. Ich hatte ja vor längerer Zeit mal Folgen gemacht, wo ich ganz ohne Navi gefahren bin. Also nur auf die Schilder gucken und so vom Orientierungssinn im Kopf.
Und da ja das auch nicht immer so ganz realistisch ist und die Schilder auch nicht immer so alles lückenlos ausschildern, habe ich da manchmal ganz schön Probleme gekriegt. War aber witzig, ich glaube, so einigen Zuschauern hat das echt gefallen. Ist aber anstrengend und manchmal richtig peinlich, wenn man so richtig merkt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hier eigentlich bin. So, Herning, genau da müssen wir hin. Ich hätte aber vorher doch bitte noch ein Parkplätzchen. Ich meine, gut, das kann ich auch mit Gewalt machen. Ich kann den Trailer irgendwo hinstellen, fahre mal eben da irgendwo zur nächsten Werkstatt, kann ich die Karre schon reparieren, übernachten und dann den Rest machen. Geht auch, ne? Warum eigentlich auch nicht? Wir haben ja noch Zeit. So, 64 Kilometer ist noch. Das ist nix. Aber da kommt nichts mehr von wegen Parkplatz. Nun ja. Kann ich jetzt auch mal hier den wieder ein bisschen größer stellen? Kann ich besser gucken? Die Busse, die können auch manchmal ganz schön nerven. Dann will man die überholen, dann geben die plötzlich Gas. Oder überholen einen und treten vor einem in die Eisen. Mann. Ja, immerhin 16 Uhr. 16.30 Uhr gleich. Ist der Tag auch schon bald um. Wir sind im Finale und das war eine wirklich, wirklich lange Tour. Ich glaube, ich habe vor, bei Folge 338 habe ich ja hier mit gestartet. Vorher bin ich ja schon, weiß ich nicht, über 1000 Kilometer gefahren, ohne dass ich das aufgezeichnet hatte. Also das ist schon ja, ganz ordentlich. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt ist er hier runter. Denn die Ausfahrt mit mir so ganz fürchterlich eng waren. Ich glaube in Italien, ne? Da waren halt immer so Spielzeugausfahrten. Wenn man da mit so einer Riesenkarre kam, dann kriegt man echt das Fratzenschneiden. Aber hier ist schön breit. Das geht alles wunderbar. So. Genug Platz. Hier ist auch nirgendwo die Stadt als solche, oder? Kommt das da jetzt noch? So, ich müsste jetzt ja mal eigentlich rechts rüber, ne? Wäre jetzt sonst doof, hier die ganze Zeit links fahren. Dankeschön. So, dann müssen wir gleich wieder raus. 5 Kilometer noch. Hier sieht es dann doch schon so ein bisschen enger aus. Bisschen ausfahren die Kurve, damit ich hinten immer noch schön Luft habe. So. Schön gucken. Ist da frei? Ah ne, da kommt einer. Das habe ich nicht gesehen. Ich kann ja hier nicht jetzt mit dem Kopf nach vorne, um da um den Holm rumzugucken. Och nö, jetzt will der auch noch hier rein. Wenn der jetzt auch noch stehen bleibt, haben wir das am Klappen. Ja, nee, ist klar. Jetzt fährt er geradeaus. Der Russentyp da. Ah, der will hier rein. Jetzt fahre ich erstmal ein Stück vor. Also. Mhm.
Gar nicht so weit vor, sonst kratze ich dich an. Das fehlte mir jetzt gerade noch, so ein Unfall auf den letzten paar Metern hier. Da hätte ich jetzt so gerade noch Bock drauf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das muss ja jetzt hier schon bald sein. Ah ja, hier. Uah. Was denn hier rein? Ah ja, hier. Oh je. Ach, das ist auch ein Bug irgendwie von den Maps. Das ist genau dieser Hof, wo man so von der Seite reinfährt. Da steht auf dem Abladeplatz immer so ein Trailer. Da kann man nicht reinfahren. Der ist auch nicht Phantom. Ich habe das ausprobiert. Da muss ich das abbrechen. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ist nicht zu ändern. Hat man selten, weil das immer nur bei diesen Abladehöfen ist. Habe ich jetzt einen Stau gemacht? Nö, ist gerade keiner da. Aber wenn ich hier rein muss, dann müsste ich eigentlich ein Stück zurücksetzen, weil ich dafür ein bisschen ausholen muss. Sonst komme ich nämlich nicht da rein. Sollte jetzt funktionieren. Ist ja auch gerade keiner da, zum Glück. Dann kann ich hier mal schön tüchtig ausholen. Und dann kriege ich die Karre da auch um die Kurve. Das klappt wunderbar so. Oh, ich habe ganz schön weit ausgeholt. Oh je, oh je. Okay. Aber das sollte jetzt funktionieren. Jetzt wird es hier aber auch noch mal ein bisschen tricky. So, mal gucken, wie das aussieht. Das könnte jetzt aber echt arscheng werden. Ich steige mal eben aus, gucke mir das an. Da würde ich das aber im Ernstfall tatsächlich so machen, mit Warnblinker. Boah. Ist ja doch nicht so schmal, die Einfahrt hier. Wenn ich hier so ein bisschen über die Wiese fahre, dann sollte das nach Adam Riese, Eva Zwerg und Schürmanns Rechenbuch eigentlich Funktio klappen, ne? Sag ich immer so, Funktio klappen. Kommen wir da rum? Nimm mal den Kopf rein, Jasmin, sonst ist der gleich da im Zaun. So. Und die hat schon wieder gar nichts mitgekriegt. Die guckt schon wieder auf ihr Smartphone, oder Jasmin? Ja, sicher, nee, ist klar. So, ärgerlicherweise können wir da jetzt nicht einparken, weil da ein Trailer steht. Auf diesem Hof leider immer. Habe ich jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal. Da muss ich jetzt leider überspringen. Das kostet mich so ein paar Punkte. Ja. Ist nicht zu ändern. Gute Arbeit, ja, ne? So, jetzt kriegen wir auch noch was abgezogen hier wegen Schäden. 1%, ja. 250 Punkte weg, 300 weg, weil wir nicht einparken konnten. Aber naja. So. Aber aufgestiegen in Level 24 bin ich immerhin. Jo, dann nehmen wir hier, machen wir das der Reihe nach voll, ist eigentlich egal. Ja, ist gut. Was hat das jetzt so geruppelt? So, wenn ich jetzt mal hier gucke. 7%, wir müssten also mal in die nächste Werkstatt. Wo ist denn eine? Lass uns doch mal auf die Map gucken, wo wir hier eigentlich überhaupt genau sind. Herning, ah ja, genau. Wenn ich jetzt geradeaus fahre, dann komme ich zur Werkstatt. Nee, das ist... Parkplatz, ist das die Werkstatt? Nee. Das kann ich hier nicht erkennen. Da ist ein Fragezeichen, da ist eine Tanke. Nicht, dass das so übereinander liegt. Nee, da ist nichts. Aber ist ja blöd. Ja, dann fahre ich da erstmal hin, sammle das Fragezeichen ein. Soll ich denn dann hier die Halle kaufen? Eigentlich ist das jetzt egal, wo ich eine Halle kaufe, ne? Kann ich ruhig machen hier. Scheißegal. Ja. Habe ich denn jetzt mal ein Millionchen auf Uhr? Noch nicht, ne? 986.000, fast! Ja gut, soll ich erstmal runter hier. Ups. Ich kann ja mal ganz blöd gucken, was die denn hier so im Arbeitsangebot haben, ne? Wenn ich denn schon mal hier bin, oder? So, gucken wir doch mal nach. Was gibt's denn hier? Frachtmarkt. Wir sind ja hier in
Ja, nee, ist ja nur, boah, das ist so viel. 5 Stück, wo geht's denn hin? Nach Lublin, da waren wir schon. Bologna, Italien. Glasscheiben. Das wären 1656 Kilometer einmal in den Süden. Ja. Das geht schon wieder nach Russland. Das heißt also die gleiche Strecke zurück. Jo, das ist so ziemlich die gleiche Strecke zurück. Da kann man mal sehen, 3700. Aha, das war nicht einmal 4000. Ne? Dann haben wir hier Polen. Ja, das ist nicht weit. Den kann man hier ändern. Ne? Kann ich einen anderen Trailer nehmen. Weil das ist ja für den quasi PKW. Habe ich ja auch. Ne? So ein, der ist halt wie so ein Kombiwagen. So ein, ja, wie so ein SUV, so ein Lieferwagen, so ein Van habe ich auch. Gommel. Ach, das dahin. Ja, auch das gefällt mir alles nicht so wirklich. Wo würde ich jetzt gerne mal hinfahren? Entweder hier oben Finnland rauf würde ich gerne mal. Ne, Skandinavien. Ruhig auch wieder Island. Oder Frankreich hier unten rein. Das wäre so mein Dingen. Hier unten wäre auch mal wieder was. Ne? Geht ja hier. Ne, ist ja nur so ein bisschen was hier. Ist nicht so viel. Hier nur die. Das ist ja noch nicht so weit. Aber hier. Das ist ja dieses Projekt Balkan. Ne, das ist hier nicht so, was ich jetzt so präferieren würde. So, erstmal raus hier. Es zieht die Karre natürlich gleich schon wieder viel, viel mehr. Ich kann jetzt erstmal auch hier dieses Geblinke ausmachen. So. Sonst kriege ich hier noch epileptische Anfälle. Gerade so, wenn man im Dunkeln fährt. Das war ja früher, wo die auch noch richtige Nächte haben im ETS 2. Finde ich eigentlich schade, dass die Nächte quasi ganz wegeliminiert sind. Das wird ein bisschen dämmerig für 2-3 Stunden. Das soll dann die Nacht gewesen sein. Irgendwo ein bisschen schade, denn so Nachtfahrten ist ja vielleicht auch mal ganz schön, ne? Jetzt vielleicht nicht unbedingt für ein Let's Play, aber naja. So. Da hinten gibt es irgendwie ein Fragezeichen einzusammeln. Ja. Viel los ist hier nicht in dem kleinen Herning. So, hier wäre ein Parkplatz drauf. Was ist das denn hier eigentlich? Eine Haltestelle? Okay. Ach, ein Hotel. Ja, okay. Und da ist dann doch eine Werkstatt oder was ist da? Kann ich jetzt gar nicht sehen. Ich fahre da mal erst hin. Na, fahr mir jetzt bloß nicht in die Karre. Gut. Ach, Duffhändler. Okay. Habt ihr denn eine Werkstatt da? Ich konnte das jetzt nicht sehen von den ganzen Symbolen. Sieht nicht so aus. Naja, Duff. Duff hat auch keine Werkstatt. Das ist ein kleiner Klitscher. Nö. Ja, dann erstmal auf das Hotel, aber wo ich jetzt schon mal hier bin, kann ich ja hier auch mal gucken, was die denn hier so im Arbeitsangebot haben. Nach Genova und Cluj, Rumänien. Ja, das sind 1700 Kilometer, Kös. Polen, so viel Polen hier. Ich kann keine Mautstellen mehr sehen. Also, hier oben Norwegen, hier so, da oder eben Finnland, das wird mir schon doch, da hätte ich Bock drauf. Oder hier Schweden. Ich sag, Finnland, Schweden, Norwegen, also ich würde ja hier würde ich ja gerne mal hochfahren, so. Nach Umea. Denn ich bin die Strecke ja mit dem Auto auch mal gefahren. Also bis Sundsvall bin ich gefahren, dann bin ich hier rüber. Wie heißt das, nach Osterdingsbums und dann hier rüber nach Norwegen und dann hier bis zum Polarkreis rauf. Der ist ungefähr hier, so der Polarkreis. Also noch vor den Lofoten. Das sind ja die Inseln, sind ja die Lofoten, die sind also schon oberhalb des Polarkreises. Na, hier so ungefähr läuft er her. Und da bin ich zum Polarkreis gefahren, dann hier wieder zurück und dann hier unten wieder durch Schweden durch. Also das war schon ein ordentliches Stück fahren. Da waren wir 2 Wochen unterwegs. Nee, nicht annehmen. Mal parken. So, gehe ich parken und dann kaufe ich hier. Wo war denn das? Das war doch auch hier irgendwo die Halle kaufen, ne? Hab ich doch gesehen. Muss hier in der Nähe sein.
Ja, bei solchen Rangieraktionen, da vermisse ich immer meine zusätzliche Sicht bei dem anderen Bildschirm. Und deswegen bin ich dann immer so ein bisschen unbeholfen. Das ist etwas besser. Ich meine, bin ich sowieso unbeholfen und unfähig, aber nicht ganz so schlimm, wenn ich mehr Bildschirme habe. So, jetzt wollte ich hier rein. Du bleibst da stehen. Nein, bleib da nicht. Fährt einfach. Ja, ein Iveco, klar. Was willst du erwarten? Wenn der schlauer wäre, hätte er ja nicht so einen Scheiß Auto. Boah, was ist das denn für eine Kante? So, mal gucken. Wo haben wir denn den Parkplatz? Hier sind die Parkplätze. Eben drauf hier. Komm. Oh, wo denn? Ah, jetzt. Gut. Erstmal ein bisschen pennen. Und dann sehen wir weiter. Boah, dann habe ich erst einmal eine Million auf Uhr, ne? Müsste ja jetzt funktionieren, wenn ich jetzt hier penne. So, Motor aus. ...2:45 Uhr. Das ist eigentlich noch rabenschwarze Nacht. Naja, gut. Obwohl, im Sommer, hier so weit oben in Dänemark, da ist das, wenn das Wetter schön ist, gar nicht ganz dunkel. Das weiß ich wohl. Ist ja in Kiel dann auch nicht anders. Gut, wann haben wir denn? 1.041.000. Hurra! Dann kann ich ja schon meinen eigenen bald so ein bisschen aussetzen. Aber da wollte ich noch warten, bis ich Level 30 habe, weil dann ist alles freigeschaltet. Ach ja, und dann ist ja die Bianca. Also bis diese Folge läuft, ist bestimmt nochmal zwei Wochen ins Land gezogen. Aber die müsste das vielleicht mal angucken. Dann werde ich da noch was zu sagen. Aber dann wird das doch eine längere Folge. Hm, aber ich mache das noch. Aber ich wollte zu einer Werkstatt fahren. Und ich wollte eine Halle kaufen. Ja, mache ich. Mache ich. Wo ist denn eigentlich die nächste Werkstatt? Ich hatte keine gesehen hier. Da! Nee, das ist eine Tanke. Hä? Oh. In Kolding? Ist auch eine Halle. Hier ist eine. Ja, dann fahre ich jetzt erstmal hier hin. Hier oder hier? Hier. Ah. Nicht zurück zu den Fahrzeit, 0 Minuten. Hä? Kann der mich da nicht... Nee, nicht zwei. Weg. Hier will ich hin. Hier sollst du mich hinführen. Ah, jetzt. 129 Kilometer. Da werde ich jetzt auch mit dem Affenzahn fahren. Aber vorher speichern. Vorher speichere ich das Ding. Besser ist... So, die 19 ist dran. So. Auf geht's. Ach ja. Ja, ist ja gut. Die Zeit ist ja noch gar nichts los hier. Da kann man ja mal ein bisschen ruppig fahren. Auf geht's, jetzt aber flott dahin. Der hat aber auch Power, ne? Mit seinen, weiß ich, was habe ich hier, 700 PS oder so, oder 750. Und wenn man dann nichts dran hat, das Ding geht ab wie Schmitz' Katze. Deswegen habe ich auch gespeichert, weil man, wenn man so fährt, dann hat man das Ding auch gerne mal schnell aufs Dach gelegt. Ich meine, das würde ich im Real natürlich nicht machen, da würde ich ordentlich fahren. Aber hier, da kann man sich ja so einen Scheiß nicht mehr erlauben. Ne? So, 130, yay, 140, kein Problem. Geht auch noch viel mehr, da geht noch viel mehr. Ich glaube, irgendwie 170, 180 schafft die Karre so jetzt. Lass mich mal vorbei hier mit deiner kleinen Karre. So, sechster Gang. Fahre ich ja sonst eigentlich auch nie. Der Tacho kann da nicht. 150 haben wir schon mal. Und du musst mich jetzt ärgern hier, ne? Ja, ja. Ja, ja. Kommt der wieder rüber. Ich glaube, geht los. Wo ich doch gerade gemütlich rechts überholen will, ganz legal. Aber getroffen hat er mich jetzt nicht, ne? Guck mal. Nö, alles gut.
Glück gehabt. Das war jetzt aber schon wieder eng, ne? 160 haben wir schon mal. Kein Ding. 166, da geht er noch mehr. Ja, da geht gleich die Autobahn ab, wo ich raus muss. Weit ist nicht mehr, 67 Kilometer. Runterschalten in den fünften. Federleicht ohne Trailer. Erlaubt, ich fahre mal eben das Doppelte. Wenn die mich blitzen würden, wäre das meine letzte Tour gewesen hier. Lappen weg und Kopf ab. Ja. So. Wo muss ich denn jetzt lang? Das kann ich jetzt wieder nicht so richtig sehen. Ich glaube, hier ist das richtig. Ist das richtig? Nein! Nein, das ist falsch. Moment. Hier durch die Sträucher kann ich nicht, ne? Kann ich hier durchfahren? Ne, das ist zu gefährlich. Das ist, doch der Graben ist hier zu tief. Los, hau ab. So. Ja, ist doch alles gut. Ist doch alles kein Problem. Hier müssen wir lang, ne? Genau. Ja, war doch alles richtig. Hä? Kolding und Fragezeichen einsammeln und dann gibt es hier eine Halle zu kaufen da hinten und hier ist auch eine Werkstatt, alles schön bei der Nähe, das ist doch gut. So. Alles gut gegangen, hätte auch böse krachen können, bei den Geschwindigkeiten bleibt soweit eigentlich kaum aus. Deswegen in Realität soll man immer ordentlich fahren. Mir stehen manchmal die Haare zu Berge, wenn ich das sehe, wie die Leute manchmal fahren. Was ist denn hier? Was ist das denn jetzt hier? Ist das ne? Ach, das ist schon wieder DAF? Gott. Habt ihr auch richtige Laster? So, gucken. Hier müsste jetzt gleich die... Kann ich jetzt nicht so richtig sehen hier. Ach, da hinten ein Stück weiter und dann links. Das geht ja nicht. Das muss ja hier sein. Ja, genau. Hier rein. Kommt da wer? Nö. Dann kaufen wir mal eben das kleine Hallendings hier. Ich schwimme ja schließlich im Geld. So. Schwupps. Bremse ziehen, Gang raus. Genau. Ja, will ich kaufen. Kauf mal die Halle in Kolding. Danke. Ich liebe diese Kamerafahrt immer. Das ist ein Kopterflug. Durch die Bäume, scheißegal.
Ja, jetzt ist genug. Komm. So, und jetzt gehen wir mal hier in Firmenmanager, Garagenmanager, alles große und eine kleine in Kolding. Aufrüsten, nochmal 100.000 Ocken, ist egal. Zack, 5 Garagenplätze drin frei. Es kommt wieder eine geile Kamerafahrt. Zack. Und jetzt stehen wir da drin, ne, glaube ich. Da ist das schöne Gebäude. Das war früher auch nicht da. Das ist neu. Ich weiß jetzt nicht, ob das später dazugekommen ist von ETS 2 oder ob das von den Promods gemacht ist, hier dieses Gebäude. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. So. Und jetzt kaufen wir mal eben LKWs. Was nehmen wir denn mal? LKW-Händler? Ja. Wo war denn das eigentlich? DAF ist in Kolding. Ja, in Kolding. Online kaufen. Wenn man 5 LKWs hat, kann man ja online kaufen. Nee, das wollte ich nicht. Was gibt's denn noch? War das Iveco? Ich weiß es nicht. Ich glaube wohl, ja, Iveco war das, glaube ich. Will ich mal zeigen hier. Habe ich mir so ein Mod geholt. Hier, Ömmes, ne? Vivaro. Aber da kaufe ich jetzt keinen von. Die sind natürlich schön billig. Aber ich weiß ja nicht, ob ich jetzt ewig diesen Mod drin haben will. Und ich habe schon ein paar davon gekauft. Na, da will ich jetzt keine mehr von holen. Aber das hat was. Also die sind ganz schnuckelig. Bin ich ja schon mit gefahren. Ist ganz witzig mal. Ist fast wie PKW fahren. Ja. Ich glaube Renault. Was habe ich denn eigentlich noch nicht? Ich müsste eigentlich mal beim Garagenmanager gucken. Hier meine LKWs. LKW-Manager. Renault habe ich den hier. Aber nur den einen, ne? Ja. Dann mache ich jetzt mal eine komplette Renault-Garage. Genau. Alles klar. Renault finden wir wahrscheinlich überwiegend hier in Frankreich. Was ist da? Iveco. Aha. Iveco. Okay. Jetzt weiß ich auch doch, ich habe doch einen Renault, da muss ich doch auch einen Renault-Händler kennen. Gibt es überall Iveco? LKW-Händler? Der hat überhaupt keinen. Hier, der, in Nürnberg. Cool. Scania. DAF. Iveco. Volvo. Hä? Da kaufe ich keinen. Die sind alle links. Da muss ich aufpassen, dass ich verkehrt rumkaufe. Ist ja irre. Wo bitte ist Renault? Da ist mein Renault. Im tiefsten Russland. Mir egal. Online. Die sollen den per Post schicken. Als Brief. So, nehmen wir die billigsten, ne? Ja. Den kleinen Premium hier. Ist ja nicht für mich. Ausführung ändern? Nö. So kaufen, wie er ist. Der soll jetzt nach Kolding. Genau, da rein. Okay, das ziehe ich jetzt eben durch hier. Nochmal kaufen. Wieder Kolding. In die zweite. Schwung. Okay, nochmal. Dritte. Nochmal kaufen. Vierte. Zack, nochmal kaufen. Fünfte. Alles klar. Fahrermanager. Arbeitsagentur. Fahrer einstellen. Naomi. 0,8. Habt ihr auch welche mit einer besseren Wertung hier? Alles nur 0,8er? Was soll denn das? Ich muss mal noch ein paar Fragezeichen von Arbeitsagenturen einsammeln. Alles 0,8er. Ja, die entwickeln sich ja.
Das ist doch egal, dann kann ich vorne anfangen hier. So, Naomi. Dann komm mal her. Zack. Thomas. Oh, das entwickeln sich ja alle. Obwohl, ich könnte ja mal gucken, hier, was die so haben. Egal. Markus. Markus mit C. Anna. Anna. Auch nach Kolding. Auf ins schöne Dänemark. Und was haben wir noch? Ein Andrei. Ja, von mir aus auch Andrei. So, dann haben wir wieder 5 Leute dazu. 300.000 habe ich noch auf dem Uhr. Dann wollte ich jetzt noch zur Werkstatt, weil nämlich der Bianca ich was zeigen wollte. Also nicht die Bianca hier an den Fahrern, sondern das ist eine echte Bianca, die gibt es wirklich. Ja, die fängt nämlich gerade so ein bisschen an, oder ja, wenn das hier freigegeben ist, dieses Video, dann ist sie wahrscheinlich schon eine Weile länger dabei. Aber vielleicht hat sie bis da noch nicht gesehen. So, dann muss ich jetzt erstmal zur Werkstatt, die ist ja hier in der Nähe, ne? Ja, ich habe die Bremse noch drin. Ist ja immer so, dass ich die Bremse drin lasse. So, ist ja eine verdammt lange Folge. Ich bin über eine halbe Stunde dabei, jetzt meine ich, ne? Ja, ist egal. Dann kann ich hier auch eben tanken. Wenn man so eine große Halle hat, hat man eine eigene Tanke. So, Motor aus. Mach mal eben voll. Zack, alles klar. So. Wo ist jetzt die Werkstatt? Ah ja, da drüben. Ja, du musst jetzt hier rumgurken mitten in der Nacht, morgens um 4:30, ne? Nerv doch nicht. Werkstatt, Werkstatt. Hä? Oh. Da hinten? Ah, da. Okay. Komme ich hier rein, jo. Hey! Gehst du mal einen Schlag schneller? Ach nee, jetzt haben sie das hier. Ich dachte schon, ich müsste jetzt so eine Rampe hochfahren oder so. Sowas gibt es nämlich auch. Aber... ist nicht. Ah, so hat gereicht, genau. So, Werkstatt. Erstmal Wartung, ne? Das sind schon mal 705 Euro. Dann sind die Reifen, alles ist wieder gut. Okay, und dann gehen wir jetzt in die Ausrüstung. So. Und jetzt ist das, was ich zeigen wollte, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wo ist denn da noch was? Hier bei den äußeren Anbauteilen. Ne, das ist Lackierung. Hier bei den äußeren Anbauteilen. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, hier vorne Frontschutzbügel. Da möchte ich natürlich einen schönen haben. Und dann kann man hier sehen, ab Level 26, ab Level 30. Ne? Deswegen, bevor ich den jetzt hier außen so richtig schön aufhübsche und alles so dran baue, was ich haben will, warte ich erstmal, bis ich Level 30 habe, weil das ist das Höchste. Von da an ist nämlich immer alles komplett frei. Deswegen habe ich das alles noch nicht so gemacht. Ich habe mir nur die Lampe dahin gemacht, weil ich die auch brauche. Und ich weiß nicht, mir widerstrebt das so ein bisschen, hier so die nächste Achse dran zu machen. Das könnte ich schon längst. Aber dann ist der Tank kleiner und ich finde das toll mit diesem riesigen Tank. Man kann die längsten Touren mit einer Tankfüllung fahren. Ne? Und wenn ich jetzt hier sowas mache, dann ist das vorbei. Ne? Dann ist der Tank schneller leer. Kann ich bis hier unten hin? Ja, mehr gibt's nicht. Ist alles frei.
Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. 6x4, Midlift und das sagt mir alles nicht viel. Das sieht vielleicht ein bisschen stylischer aus, aber ich glaube, die Wendigkeit, die ist auch so, geht so ein bisschen flöten, wenn ich den jetzt so mache, ne? Ja. Warum sollte ich das tun eigentlich? Ne? Was habe ich da für einen Vorteil? Vielleicht weiß das jemand, genau, mein Aufruf. Wer das weiß, was mir das bringt hier, warum ich das machen sollte, hier 57.000 Euro ausgeben für sowas. Ich kann mich da nicht so richtig durchringen zu. Ja, und hier innen ist auch nichts mehr zu machen. Diese Namensschilder finde ich eigentlich auch Quatsch. Gut, im Multiplayer sind die dann schon ein bisschen anders. Jetzt muss ich hier die andere Maustaste bewegen, um mich hier so ein bisschen zu orientieren. Aber das brauche ich alles nicht. Was haben wir denn noch? Ja, das Interieur, da ist ja sowieso schon das Gute. Gibt es ja nur zwei Stufen. Nehme ich auch schon das Beste. Hier kann man mal gucken beim Motor. Ne, 750 PS, deswegen ging der so ab. Ja, hier ist ja auch nichts weiter, habe ich auch schon alles. Also ich warte noch bis zum Level 30, bevor ich den hier so richtig aufhübsche. Und da warte ich mal, ob ich vielleicht Reaktionen kriege, warum ich das machen sollte hier. Ne? Ja, das war es eigentlich. Mehr wollte ich hier eigentlich gar nicht. Jetzt würde ich eigentlich noch mal schlafen gehen hier, wenn hier so ein Parkplatz ist. Gucken wir mal. Und dann mir einen neuen Auftrag raussuchen. Aber erstmal bei Lidl rein. Aber die haben noch gar nicht auf, ne, um die Zeit. Hier ist zwar eine Werkstatt, aber kein Parkplatz. Naja, egal. Ich würde jetzt irgendwo mir einen Parkplatz suchen und dann einen Auftrag. Und dann geht es wieder auf Achse. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt auch die lange Folge, so bestimmt jetzt 40 Minuten oder länger. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ja, lasst mir ein Like da und beim nächsten Mal, ich habe noch keine Ahnung, was da passiert wird, ob ich von hier aus weitermache oder ob ich ein andermal wieder aufnehme und erstmal alleine ein bisschen fahre, weiß ich noch nicht. Bis dann, bye bye, tschüssi.